Der Traum vom Henkelpott in Paris, ausgeträumt. 2:0 im Hinspiel, haushoch überlegen. Und trotzdem fliegt PSG und Thomas Tuchel aus der Champions League. 1:3 zu Hause gegen Manchester United verloren. Endstation Achtelfinale. Ich habe keine Worte dafür, das zu erklären. Es fühlt sich an wie im Pokal. Da sind wir auch ausgeschieden in einem Spiel, das wir nie hätten verlieren dürfen, mit 3 Elfmetern gegen uns. Heute ist das Gleiche passiert. Sie haben 3 Tore geschossen, ohne überhaupt anzugreifen. 3 Tore aus einer einzigen Chance. Es ist schwierig, das zu analysieren, vielleicht sogar unmöglich. Die meisten Leute haben uns abgeschrieben. Mit einem 0:2 hierher zu kommen, kann Manchester United überhaupt noch gewinnen? Die Leute waren sich sicher. Aber jeder in der Kabine und jeder aus dem Staff hat daran geglaubt, dass wir gewinnen können. Wir hatten einen guten Plan und jeder wusste, was er zu tun hatte. Ich glaube, wir haben sie frustriert. Wir haben den Ball gehalten, wenn wir mussten, und nach vorne gespielt, wenn es nötig war. So haben wir dann Tore geschossen und gewonnen. Eine unglaubliche Leistung. Ein Strafstoß in der Nachspielzeit. Schlusspunkt der PSG-Titelambitionen. Dieser Junge, Rashford, der hat keine Angst. Wenn man jung ist, hat man eben keine Angst. Ich war mir nicht sicher, ob er treffen würde, weil ich war schon mal in der Champions League mit Molde. Wir haben gegen Basel gespielt und einen Elfmeter in der letzten Minute bekommen und ihn verschossen. Das ist mir alles durch den Kopf gegangen. Aber Rashford und Lukaku waren als Schützen eingeteilt. Sie haben das dann unter sich ausgemacht und Rashford hat ihn dann einfach reingeschossen. Brillant. Ich brauche 1 oder 2 Tage Pause. Ich will nach Hause gehen und nicht darüber sprechen und nicht nachdenken. Wahrscheinlich wird das nicht möglich sein, aber ich werde es versuchen. Und ja, wir werden weitermachen, aber nicht mehr heute. Oui. On doit continuer, mais pas aujourd'hui. Le plus important, c'est ne pas trop parler, c'est un moment difficile. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt nicht so viel drüber reden. Es ist eine schwierige Zeit. Wir mussten alles geben auf dem Platz. Das ist jetzt vorbei und wir brauchen nicht darüber zu reden, was wir hätten besser machen sollen. Wir haben es ja auch schon vorher gesagt und ich habe es vor dem Hinspiel gesagt. In Brasilien sagt man, jetzt ist die Zeit, Dreck zu fressen. Eine beschissene Zeit. Wir sind mal wieder aus dem Wettbewerb geflogen, in der wichtigsten Zeit, wo man eben in Topform sein muss. Es ist nicht akzeptabel, in so einem Spiel so anzufangen, wie wir es getan haben. Und wieder sind wir rausgeflogen. Wieder rausgeflogen. Unmut macht sich in Paris breit, dort, wo man große Träume hatte. Der Champions League ist für diese Saison ausgeträumt.